Michi, ich bin 28 und ich bin zu diesem dritten Semester für das NDS Anästhesiepflege. Ich habe meine HF-Ausbildung in einem Altersheim gemacht, Alters- und Pflegeheim, und bin dann nach meiner Ausbildung in einer Reha-Klinik gearbeitet und habe mich dann entschieden, ich brauche noch etwas mehr, ich will noch etwas mehr von dem Ganzen wissen. Ich bin dann ins Unispital gekommen, habe hier im Herz-Gefäß-Thorax-Bereich gearbeitet, etwa 3 Jahre, weil es mir so gut gefallen hat. Und dann hat es mich dann gleich gepackt und habe gedacht, jetzt machst du noch das NDS für die Anästhesiepflege. Weil ich habe einmal eine Broschüre gelesen und dort ist gestanden, die Anästhesiepflege ist die Königsklasse der Pflege. Und das hat mich so wirklich fasziniert und für mich stimmt das, weil man hat so ein grosses Wissen, also wo man sich auch aneignen muss, aber wo man auch muss haben. Und gleich mit Patientenkontakt, mit technischen Gerätkontakt. Und für mich hat das halt einfach alles sehr gut zusammengestimmt. Also bevor ich hier angefangen habe, habe ich so ein bisschen gehört, ja, es ist sehr, sehr streng und man wird praktisch nicht betreut hier am Unispital. Während meiner Ausbildung, muss ich jetzt sagen, habe ich das absolut nicht so erlebt. Also die Ausbildung ist natürlich sehr anspruchsvoll, es ist eine strenge Zeit, man muss viel lernen. Aber von der Betreuung her habe ich mich jetzt immer gut betreut gefühlt und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich mit allen Anliegen an meine Vorgesetzten hergehen konnte und das mit ihnen besprechen und Lösungen finden konnte. Auf der einen Seite ist es sehr wichtig, dass man gute soziale Kompetenz hat. Man ist in einer sehr grossen interdisziplinären Zusammenarbeit mit den Ärzten und OP-Pflege und alle drum und dran. Ich denke auch sehr wichtig ist, dass man halt Bereitschaft hat, immer wieder viel Neues zu lernen. Es ist immer viel im Wandel. Ja, ich erlebe immer wieder neue Studien. Vor allem gerade im FOP wird sehr viel geforscht und da machen wir natürlich auch immer wieder mit neuen Medikamenten oder Umstellungen, wo wir dann immer wieder dabei sind und das auch miterleben. Ja. Also ich habe es wirklich sehr gut in meinem Team. Ich habe bis jetzt mit all meinen Anliegen an meine Ausbildner herantreten und sind ernst genommen worden. Und fühle mich auch sehr gut betreut, wirklich eingeführt in jeden Ops. Und das funktioniert wirklich, das funktioniert sehr gut. Das muss man gut trennen, da kommt wieder Koordination und das Organisationstalent zum Tragen. Dass man wirklich auch sagt, so und jetzt habe ich Freizeit, jetzt ist mein Privatleben dran. Und dann aber auch muss sagen, jetzt muss ich wieder lernen und jetzt muss ich wieder für die Schule etwas machen und dass man das wirklich gut trennt. Ja, also ich würde gerne noch ein bisschen da bleiben, noch ein bisschen Erfahrungen sammeln in meinem Berufsfeld und dann mal weiter schauen, ja, wenn sich die Möglichkeit ergibt, sehr gerne.